Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen den TSV Hannover Burgdorf. Endstand vor 2750 Zuschauern 32-29. Ich begrüße den Gästetrainer und bitte ihn direkt um sein Statement. Ja, guten Abend. Gratulation an Frank, Stefan und die HCE zu dem verdienten Sieg. Wir haben heute eine schlechte Leistung geboten, vorne wie hinten. Und da kann man auch jetzt niemanden rausnehmen. Wir haben zu Beginn des Spiels vieles von dem nicht gemacht, was wir machen wollten. Andersrum haben die Erlanger natürlich sehr gut gedeckt und auch sehr gut angegriffen. So sieht das dann wahrscheinlich Frank. Ich war enttäuscht, dass wir in der zweiten Halbzeit halt nicht besser zurückkommen konnten, denn wir hatten uns Ende der Halbzeit einigermaßen rangekämpft. Ja, und deshalb ist das Spiel dann früh entschieden geworden gewesen durch die Fehler, die wir gleich am Anfang der zweiten Halbzeit gemacht haben. Und dann läuft man natürlich gegen einen Rückstand an, kann das dann nicht mehr gerade biegen und am Ende verliert man verdient in Erlangen. Dankeschön. Schönen Dank, Frank. Die Weste in Nürnberg bleibt weiß. Wie ist dein Statement zum Spiel? Ja, erstmal so vielen Dank für die netten Worte. Ich muss sagen, wir haben gehörigen Respekt gehabt, gerade von der Entwicklung, die die Mannschaft von Hannover die letzten Jahre durchgemacht hat. Und wenn man es auch beobachtet, das ist halt einfach eine Mannschaft, die taktisch sehr genau weiß, was sie macht. Und in meinen Augen eine Mannschaft, die was Tempospiel, sprich erste Welle und auch daraus resultierende zweite Welle mit zu der Creme der Liga gehört. Muss meiner Mannschaft in dem Sinne da auch ein Kompliment machen, dass wir gerade gegen die Übergänge heute, glaube ich, sehr kompakt gedeckt haben und sehr gut gedeckt haben. Da haben wir wirklich ein bisschen Heidenrespekt davor, weil Hannover doch eine Mannschaft ist, die aufgrund ihrer taktischen Ausgebildetheit solche Sachen gut umsetzen kann und nutzen kann. Katz hat natürlich in der Anfangsphase der Abwehr auch die nötige Sicherheit gegeben. Und ich glaube, im 6 gegen 6 haben wir heute gar nicht so viele Tore bekommen. Man hat aber gesehen, auch wenn wir mal mit 6 geführt haben, wir konnten nie sicher sein. Wir konnten bis 3-4 Minuten vor Schluss nie sicher sein, die Punkte hier für uns geangelt zu haben. Weil immer wieder diese schnellen Tore aus der schnellen Mitte, aus erste Welle, aus zweite Welle, also das macht Hannover wirklich perfekt. Und deswegen war es auch sehr, sehr wichtig, dass wir sehr effektiv heute angegriffen haben und sind sehr, sehr froh über die Punkte, die wir heute uns erarbeiten konnten. Vielen Dank, Frank. Jetzt wollen wir den Manager von Hannover Burgdorf zu Wort kommen lassen. Bitte Sie um Ihr Statement. Ja, zunächst natürlich Glückwunsch an alle, die dieses Spiel gesehen haben. Vor allen Dingen auch Glückwunsch an alle, die dafür verantwortlich sind, dass hier so ein tolles Event stattfindet. Ich glaube, es gibt wenige Aufsteiger, wo man sofort das Gefühl hat, dass es eine Bereicherung für die Liga ist. Und ich glaube, die Halle und das Umfeld hier lässt mich ziemlich sicher sein, dass ich in naher Zukunft öfter hier sein darf, vielleicht mit etwas größerem Lächeln nach der Pressekonferenz, als vielleicht das heute der Fall ist. Zum heutigen Spiel glaube ich, dass wir viele Attribute vermissen lassen haben, die uns vorher in den beiden Spielen ausgezeichnet haben. Vielleicht ist auch etwas der Schwung, der fehlt, aber die Belastung ist auch für den Gegner groß und von daher kann das in dem Moment aus meiner Sicht kein Argument sein. Wir hätten es heute schaffen können, uns vielleicht sogar etwas weiter ins obere Drittel schieben zu können. Es ist ja doch alles sehr, sehr dicht beieinander im Tabellenmittelfeld der Handball-Bundesliga. Das ist uns nicht gelungen. Deswegen müssen wir jetzt die Pause nutzen, um uns wieder neu zu justieren und das, was ich heute gehört habe, was unsere Mannschaft alles auszeichnet, dann vielleicht auch wieder auf die Platte zaubern können. Vielleicht nicht ganz in der Perfektion, wie es geschildert wurde, aber annähernd. Das würde mich schon sehr freuen. Und ansonsten haben wir das zweite Spiel beim Aufsteiger verloren. Das ist für unsere Ambitionen vielleicht momentan etwas zu wenig. Man muss sich jedes Spiel hart erarbeiten und nach einem Highlight wie gegen Göpping und vor allen Dingen auch gegen den HSV ist es dann manchmal schwierig, vermeintlich nur zum HC Erlangen zu fahren. Aber dass das eine Mannschaft ist, die sehr viel Potenzial hat, ich glaube, das wussten wir vorher, haben es aber trotzdem leider nicht umsetzen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Stefan. Viele lobende Worte vom Gegner. Wie ist deine Einschätzung? Ja, erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei allen, die uns heute hier unterstützt haben, auch
mal an dieser Stelle einen Dank aussprechen an allen Sponsoren, an alle Sponsoren und alle Partner, die das hier möglich machen. Und ansonsten, ja, fällt es mir fast ein bisschen schwer heute, die richtigen Worte zu finden, weil sich das stark wiederholen würde im Vergleich zu den letzten beiden Pressekonferenzen hier. Also ich bin heute erneut wieder wirklich sehr stolz auf die Mannschaft, weil wir wieder, glaube ich, einen großen Schritt nach vorne gemacht haben. Es war auch für uns heute nicht einfach nach dem Pokalspiel am Mittwoch, überhaupt nach den letzten zwei Wochen, die jetzt in der Rücksicht, finde ich, wirklich spektakulär und eigentlich fantastisch verlaufen sind. Wir haben, das ging los mit dem Spiel hier gegen Lemgo, dann mit dem Highlight in Berlin, wo wir einen Punkt geholt haben, haben uns in Minden eigentlich sehr gut präsentiert, da hat es nicht ganz gereicht und haben am Mittwoch dann Wetzlar geschlagen. Das sind alles, Entwicklungen, die man vor einigen Wochen oder auch Monaten noch überhaupt nicht vermutet hätte, dass wir zu diesem Zeitpunkt jetzt schon so weit sind. Also von daher Riesenkompliment da auch an alle Beteiligten und auch an Frank, der immer wieder auch heute ja auch reagieren musste. Jonas Link ist ganz kurz vorm Spiel ausgefallen, hat in den letzten Wochen hervorragend gespielt und Martin Murawski hat, das möchte ich an der Stelle, auch wenn das nicht mein Part ist, eigentlich auch mal erwähnen, hat seine Chance heute genutzt und hat ein super Spiel hingelegt. Und alle eigentlich, die Jan Stochel ist auch plötzlich, obwohl er gestern wieder auf dem Weg der Besserung war, hat sich heute wieder leider krank melden müssen. Das alles hat die Mannschaft super, super verarbeitet und hat, obwohl man auch zwischendurch gesehen hat, dass es dem einen oder anderen auch schwer fiel und die Beine vielleicht nicht ganz so frisch waren, hat sich wieder durch nichts aus der Ruhe bringen lassen, hat einfach konsequent ihr Spiel durchgezogen und auf alle taktischen Mittel auch des Gegners immer wieder die richtigen Antworten gehabt. Und von daher, glaube ich, können wir wirklich stolz sein auf das, was wir jetzt in den letzten Wochen geleistet haben. Und da können wir drauf aufbauen. Jetzt fahren ja Martin Stranowski und Sigi Svensson zu ihren Nationalmannschaften und spielen die EM-Qualifikationsspiele. Ich hoffe, dass die Verletzung von Basti Preis nicht ganz so schlimm ist und da wird sofort morgen alles, heute Abend und morgen alles gecheckt und dann haben wir jetzt 10 Tage Spielpause und freuen uns, dass wir dann in 10 Tagen wieder in Hamburg beim HSV wieder das nächste Highlight dann genießen dürfen und ja, so geht's weiter und dann in 2 Wochen sehen wir uns dann hoffentlich hier alle wieder. Wenn die HSG Wetzlar kommt, die wir ja noch vor einigen Tagen im Pokal hatten, das wird sicherlich ein ganz anderes Spiel. Das ist immer gefährlich, wenn man in so kurzer Zeit gegeneinander spielt. Von daher gilt es für uns einfach jetzt in jederlei Hinsicht hart daran weiterzuarbeiten, wo wir halt bisher stehen. Und ja, letztendlich, wir haben vor 2 Tagen hier gesessen und die Vorpressekonferenz gehabt zu dem Spiel heute und haben darüber gesprochen, wie die Erwartungshaltung einzuordnen ist. Und ich glaube, man muss einfach wirklich feststellen, dass solche Siege wie heute gegen eine Mannschaft, die, der Benjamin Chaton hat es ja gesagt, eigentlich auch ganz andere Ambitionen hat, alles andere als selbstverständlich ist. Und das gibt uns wirklich viel Kraft und viel Mut, dass wir wirklich dieses große Ziel, in dieser Liga zu bleiben, auch schaffen können. Vielen Dank, Stefan. Jetzt ist Zeit für eure Fragen. Bitte nutzen Sie das Mikrofon, damit unsere Gäste Sie auch verstehen. Johann Ries. Herr Nordmeier, ich habe Ihr Spiel am Fernseher verfolgt und habe die Nummer 4, also die Andreo, als ständig Unruheherd erkannt. Hat sich heute in der Ordnung. Hallo? Entschuldigung. Ja, also es geht um Andrea, der Unruheherd war und auch in der Schlussphase. Sie haben ihn, warum haben Sie den heute so spät gebracht? Was war Ihr taktisches Konzept oder ihn zu schonen? Oder? Weil Erlangen hatte ja in der Schlussphase mit den Kreisläufern, mit den Übergängen etc. Probleme. Ja, wenn man genau hingeschaut hat, habt ihr eigentlich ziemlich lange gespielt. Also wir machen das aber immer so ähnlich wie Frank auch, dass wir die Spiel
Zeiten teilen zwischen den Kreisläufern und wir haben auch schon sehr gute Spiele von Joachim Hickeruth gehabt in der Vergangenheit. Insofern stellt sich für die Frage für mich nicht. Außerdem haben wir natürlich auch ein Abwehrkonzept, in dem die Kreisläufer unterschiedliche Rollen spielen. Insofern ist das die Ursache für die Einsatzverteilung. Aber eigentlich kann ich jetzt nicht bestätigen, dass Juan André heute wenig gespielt hat. Gibt es weitere Fragen? Herr Ries, würden Sie das Mikrofon durchreichen? Christoph Behnisch, Nürnberger Nachrichten. Frank, welchen Anteil hatte denn der Sieg im Pokal heute? War das, das so das Quäntchen Selbstbewusstsein, das euch noch weitergeholfen hat auch? Ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Das ist halt bei uns, gerade bei unserer Truppe, immer so ein Ding, wenn sie mal ein gutes Spiel gemacht haben, dass man dann eher so denkt, ja, es geht jetzt ein bisschen leichter. Und es war, glaube ich, sehr wichtig, jetzt wieder die Konzentration herzubekekommen für die nächste Aufgabe und die Fokussierung. Und das ist der Mannschaft diesmal sehr, sehr gut gelungen. Das ist immer so typisch Presse, ne? Die sagen, jetzt habt ihr gewonnen und ist alles super, dann nimmt er Selbstvertrauen mit. Ja, aber es gibt ja auch eine andere Seite. Ne? Man hat gewonnen und man denkt, man läuft automatisch schneller, springt höher und muss weniger dazu aufwenden. Und ich glaube, wir können solche Spiele wie heute nur gestalten, wenn wir als Mannschaft dastehen und bereit sind, dass jeder für jeden fightet und kämpft. Gerade unsere Deckung funktioniert ja nur, wenn sie in der Einheit arbeitet, wenn jeder die Räume zuschiebt, wenn jeder bereit ist, den Zweikampf anzunehmen, ja, und jeder einfach die Arbeit links und rechts einfach nicht liegen lässt. Und da ist es sehr wichtig, dass wir immer sehr fokussiert sind und sehr bereit sind, hart zu arbeiten. Und ich glaube, das muss auch für die nahe Zukunft. Ich meine, es ist immer schön, wenn man mal Lob hört. Aber der Weg in dieser Liga, der ist so unendlich weit. Und das muss uns auch bewusst sein. Die Jungs hier sollen heute mal ruhig auch mal richtig feiern, weil wir am Wochenende nicht spielen und weil jetzt mal keine englische Woche ist. Aber dann geht es halt am Montag wieder weiter. Und dann müssen wir hart arbeiten, weil wir gegen HSV spielen. Und man sieht ja, was hier passiert. Ja. Und wenn du eine Rutsche kriegst, dann haben wir Riesendiskussionen am Hals und die können wir nicht gebrauchen, sondern wir brauchen Zuversicht. Und ich glaube, das ist der Punkt, den jeder jetzt spürt. Und das spürst du auch in der Mannschaft, das spürst du im Training. Man fängt an, dran zu glauben, dass es möglich ist. Und das ist, glaube ich, ein Riesenschritt, den wir da vollzogen haben. Allein, dass man dran glaubt, es ist möglich, aber nicht mehr und nicht weniger. Weitere Fragen? Einmal über den ganzen Tisch zum Philipp Rosa, bitte. Frank, ich nehme an, dass du jetzt sagen wirst, du warst nicht überrascht von der Leistung von Muri, Martin Murawski, der ja relativ kurzfristig einspringen musste. Nein, das wäre schlimm, wenn ich überrascht gewesen wäre, weil ich meine, dazu haben wir ja einen breiten Kader und wir trainieren ja auch immer doppelt in diesen Funktionen. Und das ist ja, irgendwo ist es dann ja auch sein Job, ja, wenn er die Chance bekommt, dann einfach das auch dementsprechend umzusetzen, dass er das kann. Das hat er auch des Öfteren schon gezeigt. Wichtig ist halt, dass es jetzt gerade Richtung Motivation und dass es dann einfach auch die Motivation ist, einfach weiter hart zu arbeiten und sich neue Chancen dann wieder zu erarbeiten.